Yassas! Yassas! Okay, eins, zwei, drei. Yassas! Hey. Ich bin wieder mit meiner guten Freundin hier und sie ist Deutsche. Ja, das ist ja wichtig. Sie kann kein Griechisch und deswegen werde ich ihr jetzt mal griechische Wörter beibringen und mal gucken, ob sie herausfinden kann, ob sie weiß, was es bedeutet. Wir fangen mal ganz leicht an. Telefono. Telefon. Ja. Das ist das, was ich als erstes gelernt habe. Okay, nächstes ist Nero. Nein, schwarz. Irgendwie sowas. Wie Negro oder was? Dieb oder Gauner oder sowas? Nein, weil das hatten wir schon mal bei Kollega, glaube ich, irgendein Lied hatte, was Nero heißt. Und dann habe ich dir doch gesagt, ja, und dann habe ich dir doch gesagt, ich weiß nur, dass es auf Griechisch so und so heißt. Oha. Weißt du das noch? Weißt du, was zu trinken? Wasser, Cola? Ja, Wasser. Wasser? Wasser. Nero. Ja. Echt? Ja, ja. Zander. Zander? Ja. Zahn? Nein. Kannst du wirklich die Wörter klingen genauso wie im Deutschen? Ja, als ob ich jetzt auf Schrank kommen würde. Das ist ein Frau. Objekt oder? Jede Frau? Ja. Okay. Am Körper oder so hat als Besitz Handtasche? Ja! Ah. Okay, das ist leicht, glaube ich. Guckler. Guckler? Wieso? Guckler, durchgucken. Guckler! Klein, Rock? Nein. Pinke Schuhe? Eine Puppe. Moro. Schatz. Nein. Liebling? Nein. Mein Ein und Alles. Und das zusammengefasst in Moro oder was? Ja, keine Ahnung. Liebling? Hast du schon gesagt. Ja, was? Achso, ja doch, ein Baby ist es. Was? Fast. So, jetzt wieder ein leichtes. Super. Super? Nein. Hello? Super. Super? Ja. Okay. Fuster. Füße? Nein. Nein. Normal Fußmatte. Fußball. Boah, ey. Hat nichts mit Füßen zu tun. Ey, man, muss mit man muss mit den Füßen da durch, aber es hat nichts mit den Füßen zu tun. Türschwelle? Tür? Nein, nein. Was zum Anziehen? Hose? Nein. Socken? Nein. Unterhose? Nein. Noch eins drüber? Hä? Gürtel? Nein. Noch eins drunter? Das macht ja keinen Sinn. Ich meine von der Schicht noch eins drüber und drunter. Drüber über was? Über der Unterhose. Hey, der Hose, hab ich doch gesagt. Ja, aber wie ist es glitsch? Ja, was? Rock? Ja. Achso. Treno. Trennen? Oder drei? Nochmal? Treno. Schwupp, schwupp. Herr Zug. Treno. Ah, von Train. Oh. Ja, deswegen habe ich gedacht. Das nächste kannst du auch ableiten. Irgendwo. Ja, irgendwo. Irgendwie kannst du schon ableiten. Porta. Otto? Nein. Porta. Porta. Geld? Nein. Nein. Wie klingt es denn, wenn ich nicht so das R-Rolle? Porta? Und wie klingt das? Hä? Ja, keine Ahnung, wie Porta. Das hört sich irgendwie nicht deutsch an. Doch, wenn du einen Buchstaben hinten dran hängst. Portal? Ja. Gott, was hast du dir für Wörter? Aber es ist kein Portal. Ach so. Ja, es ist aber so ähnlich wie ein Portal. Sozusagen ein Portal, ja. Denise hat es gerade erraten. Was? Tür. Tür, die kommst du auch vom Flughafen. Ja, keine Ahnung. Wie so ähnlich wie ein Portal, Alter. Ja, keine Ahnung. Also vielen Dank, dass du da warst. Danke schön, Dankeschön. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und man sieht sich in einem anderen Video. Du darfst wieder reinkommen. Ich erhalte die ganzen Griechen. Ey, war denn nein, so, ich finde, es war gut gemacht. Wie viele Wörter hast du richtig? Keine Ahnung, ich habe nicht gezählt. War okay. Ich war auch Deutsche. Okay. Jetzt helfen die mir nicht. So, ansonsten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt die Infobox. Kann ich mehr hören? Ja, genau.